Heute beim Donnerstalk: Schon Fremde oder noch Freunde? Es ist sehr traurig für mich, wenn ich so sehe, was aus meinem Land wird. Wohin steuert die Türkei? Frustriert und alleingelassen. Wirklich viele sagen, nee, wir sind hängen geblieben, wir haben nichts mehr, kriegen nichts mehr und die wollen wir nicht mehr. Wer macht Politik für die kleinen Leute? Zwischen Fürsorge und Abfertigung. Du bist so ein kleiner weißer Wiesel. Du machst dir alles und ich sitze hier rum. Pflegealltag in Deutschland. Herzlich willkommen zum ZDF-Donnerstalk. Schön, dass Sie dabei sind. Einen schönen guten Abend Ihnen zu Hause und natürlich auch unseren Gästen hier im Studio. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, das hier ist unsere letzte Ausgabe in diesem Sommer und es war wieder ein denkwürdiger. Terroranschläge haben uns beschäftigt. Auch die Diskussion um Sicherheit in unserem Land, aber vor allen Dingen gab es hitzige Debatten rund um das Thema Türkei. Da bestand und besteht großer Redebedarf. Deshalb wird es heute erneut eines unserer Themen sein. Und dann haben wir uns etwas vorgenommen, um das Sie uns gebeten haben, Sie, also unsere Zuschauer. Da geht es, Sie haben es gerade im Vorspann gesehen, um soziale Gerechtigkeit und um das Thema Pflege. Auch da gibt es einiges zu diskutieren und Sie können sich beteiligen über die ZDF-App, über Facebook und natürlich auch über Twitter. Ich lese wie immer fast alles, aber tun Sie mir einen Gefallen, bleiben Sie dabei fair. Ja, was ist eigentlich in die Türken gefahren? Wie kann es sein, dass Türken, die hier Jahre und Jahrzehnte lang leben, Erdogan unterstützen? Das jedenfalls fragen sich viele, die hier in Deutschland leben. Vielleicht ist das aber ein völlig überheblicher Blick, vielleicht sogar ein völlig falscher Blick auf die Türken und auf die Türkei. Nichtsdestotrotz, es vergeht eigentlich kaum ein Tag ohne gegenseitige Vorwürfe, Beleidigungen, Attacken, Unterstellungen und zum Teil auch irritierende Forderungen. Seit der Putschnacht vom 15. Juli spitzt sich die Lage in der Türkei zu. Entlassungen, Suspendierungen und unzählige Verhaftungen. Die Regierung Erdogan will die öffentliche Sicherheit wiederherstellen, so sagt sie es. In der Türkei geht es nach dem gescheiterten Putsch immer härter zur Sache. Die rechtliche Grundlage ist unklar. Die Reaktion Europas von Anfang an zurückhaltend. Anschuldigungen und Denunziationen auch in Deutschland. Vor allem Gülen-Anhänger werden von Erdogan-Getreuen bedroht, seitdem der türkische Präsident Gülen als Drahtzieher des Putsches benannt hat. Den Hass spüren auch deutsche Gülen-Sympathisanten wie Erkan Köktaş. Ich schaue mich immer rum, ist da etwas, das ist ja ungewisser halt, wie weit die gehen können. Auch Minderheiten wie Aleviten und Kurden werden angefeindet, wie hier auf einer kurdischen Demo in Berlin. 80 Millionen Kurden, Türken, alle waren zusammen auf die Straße gegangen. Und jetzt machen die so gegen Erdogan? Ein Riss geht durch die deutsch-türkische Gemeinde. Angeblich agieren 6000 Informanten des türkischen Geheimdienstes in Deutschland. Die Bundeskanzlerin fordert von den Deutsch-Türken mehr Loyalität zu dem Land, in dem sie leben. Menschen wie Arsu Bakice, die schon lange in Deutschland leben, erkennen ihre Türkei nicht mehr wieder. Es ist sehr traurig für mich, wenn ich so sehe, was aus meinem Land wird, wie es mal früher war und wie sich das jetzt zum Negativen für mich verändert hat. Deutschland und die Türkei. Sind wir noch Partner oder schon längst geschieden? Über dieses Thema möchte ich heute zunächst mal mit zwei Frauen diskutieren. Aus Ankara extra zu uns gekommen. Schön, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben. Ist Meryem Göker. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende der AKP Frauenunion. Diese hat rund 4 Millionen Mitglieder, vielleicht mal zum Vergleich, 10-mal mehr als CDU oder aber hier die SPD in Deutschland. Toll, dass Sie bei uns sind. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Und mit ihr diskutieren wird Muhterem Aras. Sie ist die Landtagspräsidentin aus Baden-Württemberg. Sie sind die erste Frau, die dieses Amt innehat, mit Migrationsvordergrund. Und Sie sind auch Muslimin. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Dankeschön.
Sie sind in Ettlingen in Deutschland geboren, sind dann in den 70er Jahren mit Ihren Eltern zurück in die Türkei gegangen. Jetzt sind Sie eine enge Mitarbeiterin, eine Weggefährtin von Staatspräsident Erdogan. Und hier fragen sich viele, schafft die Türkei die Demokratie ab? Ja, entschuldigen Sie. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht die Frage so in dem Sinne kommt. Nein, natürlich nicht. Gerade die Demokratie ist es, was wir jetzt verteidigt haben. Und das ganze Volk zusammen, egal welche Ethnie, egal welche Lebensweise oder Ideologie, egal welche Religion oder von welcher Richtung man kommt, das ganze Volk, das ist das Schöne daran und wo wir auch sehr stolz darauf sind, das ganze Volk kam zusammen. Wir waren, ich auch persönlich, auf der Straße in der Nacht, wo der Putschversuch stattgefunden hat, der 15. Juli war das, und wir haben unsere Demokratie verteidigt. Das zeigt nun, dass wir einen ganz anderen Weg gegangen sind. In den 60er Jahren wurde ja unser Premierminister damals Menderes, der wurde ja sogar gehängt. Wir hatten dann 80 den Putsch, habe ich miterlebt. Ich bin in Ettlingen geboren, aber ich habe auch eine deutsche Mutter. Ich habe katholische Vorfahren. Ich lebe seit 77 in der Türkei. Ich habe in der Türkei studiert. Ich war vorher offen, jetzt habe ich ein Kopftuch angelegt. Also ich kann von sehr vielen Bereichen oder Perspektiven aus die Lage ein bisschen betrachten. Frau Göker, wenn Sie sagen alle, dann würde ich Ihnen zustimmen, was den Putsch anbelangt hat. Ja. Also da haben wir die Bilder hier auch gesehen. Auch die HDP, alle sind auf die Straße gegangen. Ich stimme Ihnen ja zu, was den Putsch und das Niederschlagen des Putsches anbelangt. Warten Sie, lassen Sie mich kurz ausreden. Ja. Nur was jetzt passiert, da sind zumindest auch die Deutsch-Türken und die Türken geteilter Meinung. Und wir haben im Einspieler ja auch Frau Bahçer gesehen, die gesagt hat, das ist nicht mehr mein Land. Ich werde meine Staatsbürgerschaft abgeben. Also Sie können nicht einfach sagen, für jemand alle. Für anderen kann ich natürlich nicht sprechen, aber ich kann Ihnen mal so kurz sagen, es war nicht nur ein Putschversuch, das muss man sich jetzt erstmal Erstens muss man sich mal in unsere Situation hineinversetzen. Wir sind im Jahr 2016, Globalisierung, die allerbesten, die allerhöchsten Technologien. Es ist alles ganz wunderbar. Normalerweise sollten eigentlich diese ganzen Kriege schon überhaupt gar nicht mehr stattfinden. Und dann in diesem Jahr 2016, wir sind die Türkei. Es passiert, wir hatten solche Diskussionen schon vorher. Es geht vorher, nicht um den Putsch, Besetzung und genau das, dazu komme ich ja. Es war eigentlich eine Besetzung, eine Invasion des Landes. Stellen Sie sich mal vor, was dann passiert wäre. Sie werden nachher darauf zurückkommen, irgendwelche Boykottlisten, dafür natürlich können wir nichts und das sollte auch nicht sein. Aber es ist eine Liste gefunden worden, das kann ich Ihnen genau sagen. Ich habe nämlich diese Auskunft. Über die Listen sprechen wir noch. Ich möchte jetzt erstmal tatsächlich, weil wirklich viele unserer Zuschauer, und deswegen würde ich Frau Arras vielleicht jetzt noch mit in unsere Runde einbeziehen. Diese Liste, wenn Sie mich gerade kurz ausreden lassen. Nein, das sind nicht die Boykottlisten. Es ist eine Liste gefunden von 9000, mit 9000 Namen, die gleich nach dem Putsch, das sollte ja stattfinden, die dann ermordet werden sollten. Sowieso in der Nacht sollte der Präsident ja ermordet worden. BBC hat ja gesagt, das war der erste Fehler. Dann nehmen wir Maßnahmen. Sie würden genau dieselben Maßnahmen nehmen. Fragen wir eine deutsche Politikerin. Herr Erdogan spricht von Säuberungen. Es gibt zahlreiche Verhaftungen und Entlassungen. Würden wir in Deutschland das auch so machen? Und sagen Sie, ja, das würden wir, weil das ist demokratisch. Das schützt die Demokratie. Auf gar keinen Fall. Und ich hoffe, dass auch die Türkei sich besinnt auf einem anderen Weg, dass der Putsch niedergeschlagen worden ist. Das ist richtig. Staatsstreiche führen in der Regel zu Folter, zu Verhaftungen und so weiter. Da sind wir uns einer Meinung. Aber was danach passiert, die Frage ist, die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie zeigt dann Stärke, indem sie zeigt, wie sie mit ihren Gegnern umgeht. Und wenn man das sieht, was Herr Erdogan und die AKP insgesamt mit ihren Gegnern, darf ich einfach ausreden? Ja, okay, wie sie mit ihren Gegnern umgeht, dann ist sie eben weit weg von der Demokratie und hin zu einem autoritären Staat. Sie können doch nicht sagen, die ganze Türkei ist auf die Straße gegangen. Es sind die Menschen auf die Straße gegangen, die Erdogans Politik und die AKP-Politik unterstützen. Das ist okay. Das sind 52%, die ihn gewählt haben. Aber die anderen Menschen, die gehen nicht auf die Straße, und in der Türkei gibt einfach einen Spalt. Entweder man ist pro oder gegen Erdogan. Es gibt keine Zwischenlinie. Und diesen Spalt,
den muss man überwinden und das sollte auch ein Staatspräsident ein Interesse daran haben. Ein Staatspräsident steht eigentlich objektiv für die gesamte Bevölkerung und nicht nur für die Bevölkerungsgruppe, die ihn gewählt hat. Frau Arras, da würde ich gerne auch noch mal nachfragen. Sie merken es auch am Applaus, die Mehrheit würde Ihnen eher den Rücken stärken. Und doch frage ich jetzt mal, wer sind wir, und überspitzt sage ich das mal, aus Deutschland, dass wir den Türken vorschreiben, wie sie zu leben haben, nur weil wir glauben, sie schaffen ihre Grundrechte ab und auch die Wertemoral, die wir eigentlich im Grunde hier bei uns praktizieren. Denn Sie haben selber gesagt, die Mehrheit steht hinter Erdogan. Die Mehrheit steht hinter ihm, aber wir leben in einer globalen Welt, in der wir mit Partnern, Türkei ist ein wichtiger Partner von uns, und Grundrechte und Menschenrechte, die gelten überall und die machen nicht an der deutschen Grenze Halt, sondern wenn man gemeinsam auf Augenhöhe diskutieren und politisch agieren will, dann gibt es eine Wertegemeinschaft und daran ist auch die Türkei eigentlich gebunden. Es gibt völkerrechtliche Verträge, die sie auch anerkannt hat, und da ist es sehr wohl auch unsere Aufgabe der Demokraten zu sagen, so weit geht's und bis dahin nicht mehr. Und ich finde, das ist höchste Zeit, dass wir klar die Linie ziehen und sagen, was wir nicht akzeptieren können. Und ich finde, also ich bin, Putin ist der Letzte, den ich als Vorbild nehmen würde. Aber ich finde, immerhin im Umgang mit Staatspräsident Erdogan hat es geschafft, dass er letztendlich auf die Knie gegangen ist und sich bei ihm entschuldigt hat. Und ich finde, die Türkei braucht jetzt Klartext, was Menschenrechte, was Grundwerte angeht. Dass sie gegen die Putschisten umgeht und sie bestraft, das ist völlig legitim, das würden wir auch machen. Aber die Frage ist, wie Verhältnismäßigkeit und mit welchen rechtsstaatlichen Mitteln. Und das ist nicht mehr gewährleistet. Sie leben ja in Deutschland wahrscheinlich, ne? Im Moment. Also ich lebe ja dort. Ganz kurz, dann können wir das aufklären, weil ich hatte Ihren Weg schon kurz gesagt. Frau Arras, Sie sind in der Türkei geboren, sind Mitte der 70er Jahre nach Deutschland gekommen. Sie haben sozusagen, Sie beide, den umgekehrten Weg gemacht. So. Gott sei Dank, kann ich heute sagen. Ja, es gibt Werte. Wir sind auch ein Rechtsstaat. Wir haben genau die demokratischen Werte, die hier in Deutschland auch sind. Da ist gar kein Wenn und Aber. Es gibt Maßstäbe, die Maßnahmen werden nach rechtsstaatlichen Maßstäben sowieso getroffen, die werden, wenn die Leute suspendiert, das ist ein Netz, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Natürlich müssen die Leute erstmal suspendiert werden und dann je nachdem werden sie nach Rechtsstaatlichkeit auch verhört und je nachdem, was dann geschehen muss, wenn Gefängnisstrafe, das ist ja nur nach Ermittlungsergebnissen, es ist ja nicht, dass wir jemanden da von der Straße nehmen und dann ins Gefängnis treten. Wenn in der Ausnahmezustand in Paris da sofort ausgerufen worden ist, da hat niemand etwas gesagt. Wenn zum Beispiel Ost- und Westdeutschland die Vereinigung waren und es wurden Hunderttausende damals suspendiert oder entlassen, da hat niemand von irgendeiner Rechtsstaatlichkeit oder der Zweifel daran. Aber es ist eben immer dieses Thema, wenn es um die Türkei geht, dann ist auf einmal die Demokratie nicht da. Erstens mal möchte ich genau das betonen, ich bin nicht hier, um mich rechtfertigen. Denn wir sind nicht mehr die Türkei von früher. Wir rechtfertigen uns in dem Sinne nicht, dass wir dann immer davon, die kleine Türkei hat mal wieder was falsch gemacht, in dem Sinne, dass wir es so machen. Es passiert nach Rechtsstaatlichkeit. Es gibt keine Hetzjagd, es gibt keine Siegerjustiz oder irgend so etwas. Das ist ein gefährliches Netzwerk und es ist eines der ausgeklügelsten und der ausgedehntesten Netzwerke. Das kann man in Deutschland vielleicht gar nicht so in dem Sinne auch begreifen, was damit passiert ist, 30, 40 Jahre lang den Staatsapparat unterwandern. Stellen Sie sich mal das vor. Ja, nee, da gibt es aber auch was ganz anderes. Und was heißt, natürlich waren viele auf der Straße, es waren nicht nur Erdogan-Anhänger auf der Straße. Wir haben einen Konsens, das möchte ich bitte betonen, sofort im Parlament, alle Positionsführer, Kılıçdaroğlu, also MHP und CHP und alle haben unterschrieben, der Konsens war da, von allen der zivilen Gesellschaft, der Konsens war da, der Kreis, der Schulterschluss ist da, er besteht auch immer noch, er war auch in Istanbul zu sehen, es war nicht wie in deutschen Medien gesagt worden, da 1 Million oder ein paar Hunderttausend, es waren 5 Millionen. Frau Göker, es gibt auch eine andere Sicht und wir haben ein prominentes Beispiel dafür. Also der Konflikt, das spüren wir ja auch hier, der verläuft also zwischen den Deutsch-Türken und auch andersrum und zwischen den Türken und den Türken. Also Menschen, die nicht auf Erdogans Linie sind, bekommen seine Willkür in Deutschland, darüber sprechen wir gleich noch, und auch in der Türkei zu spüren. Prominentestes Opfer ist ein Journalist und wir haben ihn an einem geheimen Ort getroffen.
Er lebt im Exil, an einem geheimen Ort in Europa. Der Journalist Can Dündar. Pressefreiheit und Demokratie in der Türkei. Dafür kämpft er, trotz Lebensgefahr. Ich möchte, dass mein Kind in einem freien Land leben kann. Wenn die Türkei wieder demokratisch wäre, ist das ein Gewinn auch für die gesamte Welt. Deswegen ist dieser Kampf so wichtig für die nächste Generation. Can Dündar war bis vor kurzem Chefredakteur von Cumhuriyet, der regierungskritischsten Zeitung der Türkei. Im Mai deckt das Blatt eine angebliche Waffenlieferung des türkischen Geheimdienstes an den IS in Syrien auf. Daraufhin erstattet Erdogan Anzeige gegen Can Dündar. Dass man im Moment dem Justizsystem vertraut, ist genauso, als wenn man seinen eigenen Kopf selber in die Guillotine legt. Ich habe meinen Glauben an das System verloren. Deshalb ist es besser, im Ausland abzuwarten. Dem ehemaligen Chefredakteur wird vorgeworfen, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung zu sein. Außerdem soll er geheime Dokumente veröffentlicht haben. Dündar wird zu knapp 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Er geht in Berufung. Bisher ist das Urteil nicht rechtskräftig. Ich bin traurig für mein Land. Laut den Reportern ohne Grenzen ist die Türkei das größte Journalistengefängnis der Welt. Nach dem Putsch stehe ich auf einer Liste von Journalisten, die verhaftet werden sollen, ganz oben. Aus Sicherheitsgründen hält Can Dündar seinen aktuellen Aufenthaltsort geheim. Bereits vor 3 Monaten entging er nur knapp dem Attentat eines Erdogan-Anhängers. Aber Can Dündar nimmt in Kauf, dass sein Leben bedroht ist und dass er von seiner Familie getrennt leben muss. Momentan kann er nur über das Internet mit ihnen telefonieren. Wie geht's dir? Gut, ich bin zufrieden. Can Dündar führt einen Kampf, für den er mehr Unterstützung von der deutschen Regierung einfordert. Erdogan hat die EU in der Hand, vor allem die deutsche Regierung. Die Flüchtlinge sind sein Trumpf. Die demokratischen Kräfte in der Türkei müssen energischer unterstützt werden. Man muss erkennen, dass eine demokratische Türkei auch für die EU wichtig ist und nicht nur für die Türkei. Das muss die deutsche Regierung endlich begreifen. Die Pressefreiheit ist quasi ausgesetzt. Zigtausende Menschen sitzen im Gefängnis. Es soll ein Denunziantentum in der Türkei herrschen. Wir haben es gerade gehört. Der Journalist sagt, das, was da aus Deutschland an Kritik kommt, reicht nicht. Ein Vertreter der Bundesregierung ist heute Abend bei uns, Heiko Maas, der Justizminister. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo, genau. Ja, nimmt die Bundesregierung zu viel Rücksicht? Bekommt die Türkei eine Art Wertenachlass, weil wir den Flüchtlingsdeal mit der Türkei haben? Ja, zumindest ist die türkische Regierung anscheinend anderer Auffassung. Also aus der türkischen Regierung hören wir seit Tagen und auch vor allen Dingen nach dem Putsch ständig Kritik an der deutschen Regierung. Wir würden uns in die inneren Angelegenheiten der Türkei einmischen. Wir würden die Dinge nur sehr einseitig betrachten. Wir würden Falschbehauptungen aufstellen. Also ganz so kann es nicht sein, dass wir die Türkei dort schonen. Und das ist auch nicht so. Die Bundeskanzlerin hat sich etwa als die Diskussion um die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei begann, sehr klar geäußert, dass dann das Ende der Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union sofort da ist. Frank-Walter Steinmeier hat sich geäußert. Ich habe bereits wenige Tage nach dem Putsch, als sich angedeutet hat, dass es eine Hetzjagd gibt gegenüber Leuten, die verdächtigt werden, an diesem Putsch beteiligt zu sein. Aber was tun Sie konkret? Also außer, dass man appelliert an die Türkei, viel mehr kann man ja gar nicht machen. Naja, das sind nun einmal die Möglichkeiten, die Diplomatie bietet. Aber wir sind natürlich auch mit der Türkei in Verhandlungen, in Beitrittsverhandlungen mit der EU. Ich finde es falsch, zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, man soll das einfach abbrechen. Sondern man sollte diese Verhandlungen weiterführen. Es geht jetzt gerade um Rechtsstaatlichkeit, um Grundrechte. Da geht es um Dinge wie die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz. Und das sind Dinge, bei denen wir uns schon große Sorgen machen über das, was zurzeit in der Türkei stattfindet. Und da muss man dann auch Druck ausüben und da muss die Türkei Farbe bekennen, sonst sind die Beitrittsverhandlungen dann wirklich irgendwann beendet. Aber das ist interessant, dass Sie sagen, Sie würden sie jetzt gar nicht abbrechen, denn das, was man liest, also Terrorunterstützungsvorwürfe, das wissen Sie selber, da gibt es ein Papier aus dem Bundesinnenministerium. Angeblich sollen hier 6.000 Erdogan-Agenten in Deutschland sein. Wir sehen die Menschenrechtsverletzungen und das alles hindert sozusagen die Bundesregierung nicht daran zu sagen, naja, da können wir erstmal nicht weiter verhandeln. Sind wir wirklich noch Freunde mit der Türkei?
Na, ich glaube, wir sind als Bundesrepublik Deutschland gut beraten, die Dinge, die dort nicht gehen und die auch nicht mit den Grundrechten der Europäischen Union, im Übrigen auch nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind, klar anzusprechen. Aber ich finde, es ist auch klug, das besonnen und vernünftig zu tun. Bei uns in Deutschland leben 3 Millionen Türkinnen und Türken, die sehr unterschiedlich denken über die Entwicklung in der Türkei. Und wenn wir das nicht mit Vernunft und Augenmaß tun, auch wie wir gegenüber der Türkei gegenübertreten, dann importieren wir diesen Konflikt nach Deutschland. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Und die Tatsache, dass die gesamte Bundesregierung, von der Bundeskanzlerin bis zu einzelnen Fachministern, die Fragen der Pressefreiheit, der Unabhängigkeit der Justiz, der Rechtsstaatlichkeit gerade in den letzten Tagen so deutlich angesprochen haben, dass es ja fast schon diplomatische Verwicklungen gegeben hat, ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass wir eben nicht schweigen. Herr Maas, dann nehme ich Sie gerne mit zum Rüber. Sie schweigen nicht, sagen Sie. Frau Göker, wie sehen Sie das? Schweigt die Bundesregierung nicht oder was wünschen Sie sich denn eigentlich von der deutschen Bundesregierung? Sind Sie enttäuscht? Hätten Sie gerne mal Unterstützung, mehr Verständnis? Was ist es? Ja, ich hätte gerne mehr Verständnis dafür, da würde ich schon dafür sprechen. Wo in Paris der Charlie Hebdo der Anschlag war damals, sofort, ich weiß nicht, ob es 2 Tage wahrscheinlich hat es nicht gedauert, sind alle Spitzenpolitiker nach Paris zusammen, waren sie dort Hand in Hand, unser Premierminister damals, Davutoğlu, war auch dabei und sie haben einen Solidaritätsmarsch damals, dieser Angriff galt uns allen. Wir haben wirklich gewartet, dass auch die Bundesregierung, auch nicht nur die Bundesregierung, die ganzen EU-Länder und die ganzen anderen westlichen Staaten auch, dass nachdem wir so etwas, und Sie müssen sich das wirklich mal vorstellen, wenn das Parlament bombardiert wird und die Menschen auf der Straße vom Panzer überrollt werden und an die 300 Leute sterben und über 2000 Leute verletzt sind, dann hätten wir diese Solidarität auch in dem Sinne so erfahren sollen, normalerweise. Eine Frage tatsächlich an Sie beide. Twitter, Facebook, man sieht sehr schnell nach den Anschlägen von Brüssel, nach den Anschlägen von Paris, Je suis, wer auch immer, welche Stadt auch immer. Hat Frau Göker da nicht recht, dass sozusagen die Solidaritätsbekundungen nach den Anschlägen von Ankara, auch in Istanbul, sowohl von der Zivilgesellschaft in Deutschland, aber auch von der Politik, doch im Verhältnis etwas runtergefahren war? Ich würde das auf jeden Fall verneinen. Also ich kann sagen, nach dem Anschlag in Ankara beispielsweise hatten wir von den Grünen einen Parteitag, der wurde unterbrochen, es wurde eine Gedenkminute eingelegt. Wir haben jetzt nach dem Putsch zum Beispiel, den ich auch verurteile, den auch alle deutschen Politiker verurteilt haben, also ich meine, so viel Konsens bestand ja bis dahin, habe ich, also es war am Freitag war der Putsch, Donnerstag war der Terroranschlag in Nizza und am Mittwoch hatten wir unsere erste Plenumssitzung. Ich bin Parlamentspräsidentin, habe die Plenumssitzung mit einer Gedenkminute und einige Worte, eine Rede von mir genau zu diesen beiden Themen, nämlich Terror genauso verurteilt wie den Putsch und genau auch diesen Opfern gedenkt. Von dem her finde ich das einfach unfair und auch nicht objektiv, wenn Sie alles über einen Kamm scheren und behaupten, wir würden uns nicht solidarisieren gegen den Putsch. Sie nehmen es einfach anders wahr. Auf der anderen Seite stellen Sie das ganz anders dar. Die Türkei hätte die größte Demokratie. Ich glaube, wir definieren Demokratie einfach ganz anders jeweils. Möglicherweise ist das tatsächlich der Punkt, dass man nach Jahren und Jahrzehnten auch der Freundschaft erkennen muss, dass sich die Länder, was Demokratie anbelangt, die wirklich anders definieren. Jetzt haben wir über die Solidarität gesprochen. Gibt es denn noch Solidarität zwischen Deutschland und der Türkei? Ich glaube, dass wir in Europa, sowohl innerhalb der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus gut beraten sind, dass wir gute nachbarschaftliche Beziehungen unterhalten, auch zur Türkei. Und in einer guten nachbarschaftlichen Beziehung muss man sich aber auch die Meinung sagen können. Und wir haben gewisse Grundwerte, die für uns existenziell sind, die zu unserer Demokratie gehören, sowohl in Deutschland als auch innerhalb der Europäischen Union. Und da ist die Aufarbeitung etwa des Putsches, es gab im Übrigen eine große internationale Solidarität von den USA über die Europäische Union bis nach Russland. Es gibt niemanden, der Herrn Erdogan nicht dafür gratuliert hat, dass dieser Putsch keinen Erfolg hatte, weil jeder weiß, ein Militärputsch führt zur völligen Auslöschung des Rechtsstaates. Aber es ist dann eben auch sehr schnell, auch in der Wortwahl, davon auszugehen gewesen, dass halt mit großer Härte jetzt diejenigen verfolgt werden, die möglicherweise beteiligt gewesen sind oder nicht und gewisse rechtsstaatliche Prinzipien wie die Unschuldsvermutung
werden da eben in Mitleidenschaft gezogen, dass die Pressefreiheit eingeschränkt wird, dass Radiostationen, Fernsehsender dicht gemacht werden in einem Umfang, die aus unserer Sicht nach den Grundwerten, die wir haben, ganz einfach als bedenklich betrachtet wird. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass doch viele Politiker Vorbehalte hatten, so zügig nach dem Putsch dann auch in die Türkei zu reisen, weil man sich nicht sicher gewesen ist, wie diese Entwicklung weiterläuft und ob es nicht was eher mit Rache und Vergeltung zu tun hat, als dass hier wirklich der Rechtsstaat bemüht worden ist, um ein Verbrechen Herr Maas, jetzt haben Sie gerade Bedrohung angesprochen und auch die Situation in der Türkei. Ich würde gerne mit Ihnen über eine Sache noch zum Schluss sprechen, weil das erlebe ich auch in meinem Umfeld. Ich lebe hier in Berlin-Kreuzberg, da sind sehr viele türkische Mitbürger, die Geschäftsmänner sind, die sich selbstständig gemacht haben. Und nicht wenige von denen fühlen sich bedroht von Erdogan-Anhängern. Es soll, ich habe keine gesehen, aber es soll Listen geben, wo Erdogan-Anhänger sagen, da könnt ihr nicht mehr einkaufen gehen, denn das sind Leute, die sind Erdogan-kritisch. Und fühlen sich nochmal bedroht. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist ja, was ich nicht verstehe. Wie sollen denn Erdogan-Anhänger andere Leute bedrohen? Wie kommen wir denn auf die ganze Sache? Aber man kommt so auf die ganze Sache, das ist auch, was ich noch das Thema ansprechen wollte. Es ist wirklich und wahrhaftig wahr, seit ungefähr 2013, ich verfolge ganz genau die westliche Medienlandschaft und aber auch vor allem die deutsche Medienlandschaft. Es fängt so an wie Erdogan, der allmächtige Erdogan, wie kann man ihn stoppen, Erdogan, die Türkei so, geht in die Richtung. Bei uns wissen wir, was für eine Wahrnehmung ist. Ja, wieso sind denn alle so an uns interessiert? Es gibt doch bestimmt auch noch ganz andere Länder, an denen man dann vielleicht über die Demokratie dort sprechen würde. Und ich möchte das mal gerne ja. wissen. Also in Deutschland werden ja viele Diskussionen über Demokratie geführt. Aber es wird doch bestimmt auch mal den Leuten doch auffallen, warum denn jeden Tag oder Tag aus und Tag ein Erdogan oder die Türkei? Wir haben ja einen ganz anderen Hintergrund erlebt. Was ist denn Ihre Antwort auf die Frage, wenn Sie sich selber stellen? Man muss ja auch den Hintergrund, man kann ja nicht einfach, Erdogan ist so ein Erdogan. Erdogan hat mit uns zusammen 2001 war eine große Wirtschaftskrise und das Land hat nach Stabilität und nach Sicherheit gesucht und wir haben die Partei gegründet, wir haben sie zusammen, sie haben gesagt am Anfang, wir haben etwas aufgebaut, wir haben der Türkei einen Aufschwung aber gegeben. Aber wir leben nicht in der Vergangenheit, wir leben im Jetzt und die Menschen hier, Deutsch-Türken, haben erklären, Angst. Aber nein, sie, sie das ja, einfach? Warum sollen sie denn, ja dann muss man mal jemand sagen, was tun wir denn solchen Menschen? Wenn wir Erdogan lieben oder verehren oder ihn sehr mögen, weil er für unser Land viel gebracht hat, in 30, 40 Jahren diesen Gap hat der zugemacht, in 15 Jahren, wir zusammen haben alle gearbeitet. Ich meine, was tun wir denn? Ist ein einziger Fall. Frage ich die beiden. Haben Sie von diesen Listen gehört? Haben Sie Beispiele? Was weiß die Bundesregierung? Was weiß die Landesregierung darüber? Vielleicht bilde ich mir das auch alles ein und es stimmt nicht, was ich höre. Kann ja sein. Zum einen ist es nicht so, vielleicht noch ein Satz vorher, dass die deutschen Medien oder die Deutschen überhaupt einseitig über die Türkei oder über Herrn Staatspräsident Erdogan sprechen. Es gab auch Zeiten, gerade am Anfang der Zeit von der AKP-Regierung, wo die deutsche Politik, die deutschen Medien sehr wohl sehr viel Positives aus der Türkei vernommen haben und es auch so kommentiert haben. Angefangen Friedensprozess mit den Kurden beispielsweise wurde sehr wohl positiv vermerkt. Gesundheitsreform und viele andere Geschichten. Das hat man positiv kommentiert. Jetzt hat er aber diese positive Geschichte verlassen und geht in eine andere Richtung. Nein. Darf ich bitte ausreden? Dann darf man das genauso kritisieren und auch sagen, und das ist auch unsere Aufgabe, es gibt eine Wertegemeinschaft und wir sind Partner. Ich finde es auch wichtig, die Türkei, also ich habe ja selber einen Bezug zur Türkei, ich möchte auch, dass wir wirklich Partner auf Augenhöhe sind und gerade deshalb ist es mir wichtig, dass wir um die Grundwerte kämpfen und deshalb ist es eben nicht so. Und diese Listen, ich meine, wenn der Generalkonsul, der Stuttgarter Generalkonsul, die Landesregierung den Ministerpräsidenten anschreibt, ihm eine Liste gibt und sagt, folgende Schulen, folgende Einrichtungen bitte überprüfen. Das ist doch Ihr Generalkonsul, das ist doch nicht erfunden von deutschen Medien, sondern ich komme langsam, also ich meine, da gibt es wirklich Parallelen, wie Sie mit der Wahrnehmung umgehen, mit einer Bewegung in Deutschland. Also ich meine, es gibt eine andere Bewegung hier, die Lügenpresse und so. Das ist genau die gleiche Geschichte, Verschwörungstheorie, Lügenpresse und so weiter. Das waren Ihre Worte. Die der Generalkonsul dem Ministerpräsident übergeben hat und darum bittet, dass diese Einrichtungen überprüft werden und anders bewertet werden. Und zu der Fethullah Gülen-Bewegung, die es hier
angesprochen haben. Wenn Sie die Bewegung also irgendwie Sie haben sie ja beschrieben. Moment. Sie, wer hat die Fethullah Gülen-Bewegung denn groß gemacht? Bis 2013 war doch die AKP ja, in der Person... Ja, das sieht man ja, dass wir eben nicht irgendwelche Oppositionelle da gleich im Feuer reinnehmen. Wir waren ja eins und zusammen. Sie waren ein Zweckverband, bis Sie die Gegner quasi inhaftiert haben oder sonst irgendwas vom Staatsdienst ihren Ämtern enthoben haben, dann gab es eine Machtfrage. Es gab keine Machtfrage, es gab einen Putschversuch. Genau das ist ja das. Bitte ausreden? Ja, ich habe sie auch ausreden lassen. Ich muss nur, also dann würde ich wahrscheinlich an dieser Stelle jetzt unterbrechen, weil wenn wir über die Gülen-Bewegung jetzt auch noch diskutieren, dann bräuchten wir wahrscheinlich tatsächlich noch mal 3 Stunden. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber was man an dieser Runde gesehen hat, vor allen Dingen zwischen Ihnen beiden, also der Dialog wird auf jeden Fall noch gesucht, aber ich glaube, die Fronten sind doch im Moment ziemlich verhärtet. Möglicherweise liegt es, wir hatten schon einmal gesagt, an einem unterschiedlichen Demokratieverständnis. Ich möchte mich trotzdem bei Ihnen nochmals für den weiten Weg, den Sie auf sich genommen haben, recht herzlich bedanken. Frau Göker, toll, dass Sie da sind. Auch Ihnen nochmal, Frau Arras und Herr Maas, vielen herzlichen Dank.